Heute gibt es das lang ersehnte Video und ich zeige dir Step by Step von Anfang bis Ende bis zum Upload, wie ich meine YouTube-Videos schneide. Bevor wir anfangen, erst einmal aber willkommen oder willkommen zurück auf diesem Kanal, auf dem ich dich dabei begleiten möchte, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Videobusiness auf YouTube aufzubauen. Wenn du also auch das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und wir packen das gemeinsam an. Ich bin jetzt gerade mit dem Dreh von meinem Video für die nächste Woche fertig geworden und ich nehme jetzt direkt die Speicherkarte aus meiner Kamera und muss dann irgendeine andere Speicherkarte finden, dass ich dieses Video auch weiterdrehen kann und lege direkt mit dem Schneiden los und ich zeige dir Step by Step, wie ich das denn handhabe, worauf ich achte und wie ich den Videoschneideprozess möglichst effektiv gestalte, dass es mich nicht Tage braucht, sondern, wenn es gut läuft, nur ein paar Stunden und nicht länger als einen Tag, weil ich drehe meistens die Videos am Sonntag. Wir haben jetzt auch heute Sonntag wir sind sogar mal etwas früher dran. Es ist jetzt 1:15. Das heißt, bis morgen früh um 10 Uhr muss ich das Video fertig geschnitten haben, das Thumbnail erstellt haben und das Video suchmaschinenoptimierungstechnisch optimiert hochgeladen haben. Das heißt, es ist noch ein bisschen was zu tun und das muss dann möglichst effektiv passieren. Und ich zeige dir jetzt, wie der Vorgang bei mir aussieht. Zu den Themen Thumbnail erstellen und Video hochladen. Aber richtig, habe ich auch schon zwei Videos gedreht. Also jeweils eins. Das verlinke ich dir sehr gerne in der Infobox. Da kannst du nach diesem Video auch gerne mal vorbeischauen. Das ist ja dann ganz interessant. Wenn du dieses Video jetzt fertig geschnitten hast, dann musst du wahrscheinlich diese beiden Schritte selber auch nochmal vornehmen. Also falls du da etwas Unterstützung und Inspiration haben möchtest, sind diese Videos wahrscheinlich auch genau das Richtige für dich. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir tauschen jetzt mal die Perspektive und starten mit dem Schneiden. So, willkommen in meinem Büro. Ich muss jetzt einmal die Location wechseln, weil ich schon lieber an einem richtigen Schreibtisch arbeite. Und ich starte jetzt meinen Screen Record und zeige, wie ich loslege. So, ich habe jetzt hier einen kompletten Ordner erstellt mit allen Grafiken. Hier hatte ich jetzt gerade noch ein anderes Outfit an. Die kann ich eigentlich löschen, weil ich mit dem Pulli nicht ganz zufrieden war. Aber gut, jetzt kann ich hier mein Final Cut Pro einmal öffnen. Da habe ich mir schon eine neue Mediathek angelegt und ein neues Projekt. Ich eröffne nämlich für jedes neue Projekt eigentlich, was ich drehe, eine neue Mediathek, dass ich es leichter wiederfinden kann, weil ich habe jetzt hier meine Übersicht, da gibt es ganz viele lilane Mediatheken und wenn ich jetzt nur eine Mediathek hätte, die wird dann irgendwann riesig und dann ist auch ganz schnell der Speicherplatz auch mal voll. Und so kann man, wenn der Speicherplatz voll ist, einfach eine Mediathek löschen und dann ist wieder was frei. Ansonsten müsste ich die ganze Mediathek löschen und dann ist ja alles weg. Und ich benutze immer die letzte Mediathek dafür, also das letzte Projekt, was ich gefilmt oder geschnitten habe, dafür, um die ganzen Grafiken, Animationen und Tonelemente in mein nächstes Projekt reinzukopieren, dass ich da ein bisschen weniger Aufwand und Arbeit mit habe, dass ich nicht alles neu erstellen muss, sondern dass ich mir das einfach rauskopieren kann. Deswegen öffne ich jetzt die letzte Mediathek, die ich hier habe. Und die neue Mediathek, die ich jetzt brauche, um mein neues Video zu schneiden. So, und jetzt sieht man hier, ich habe schon die Clips eingefügt gehabt, die ich vorher als Screen Record gedreht habe, um überhaupt dieses Video zu drehen. Ich mache das nämlich nicht immer so, dass ich das dann wirklich 1:1 dann auch mache, wenn ich es filme, sondern oft nehme ich es als Screen Record vorab auf. Also ich habe jetzt zum Beispiel aufgenommen, ganz in Ruhe, wie ich abends da irgendwo auf dem Sofa gesessen habe und diese Screen Records aufgenommen habe, wie ich die Handygrafiken einfüge und dann schneide ich die mir so zusammen, wie ich es in dem Video haben möchte und dann, wenn ich das Video filme, gucke ich mir quasi das an, was ich vorher schon geschnitten habe und dann erzähle ich dazu, wie ich es gemacht habe. Das ist manchmal für mich ein bisschen einfacher, um den roten Faden etwas besser zu bekommen und um weniger Schnittmaterial zu haben, weil dann habe ich nämlich vorher schon alles da, was ich erwähnen und zeigen möchte und probiere nicht hin und her rum und finde dann vielleicht irgendwann mal eine Grafik nicht oder sowas und dann rede ich 10-mal das Gleiche, weil ich dann denke, ach nee, so wolltest du eigentlich gar nicht machen und ach Mist, jetzt finde ich das nicht und dann hat man viel zu viel Filmmaterial, deswegen bereite ich das ganz gerne schon mal vor, dass ich es vorher einfach gefilmt habe, geschnitten habe und dann setze ich mich in Ruhe hin, hi, ich filme heute und dann kann ich einfach dazu was erzählen, was schon da ist. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt, weil das spart echt enorm viel Zeit, dadurch, dass ich mich besser vorbereitet habe. Ja. Und jetzt habe ich hier mein neues Projekt und dann kopiere ich die Dateien aus dem Ordner, die ich jetzt da drin haben will, da rein.
Und dann sind die drin und die werden jetzt hier oben, da sieht man in dieser kleinen runden Uhr. Ach, guck mal, das ging jetzt aber schnell. Das ist jetzt rein importiert worden und dann kann ich auch schon anfangen zu schneiden. So, wie viel Videomaterial habe ich jetzt? Insgesamt 38 Minuten. So lange sind meine Videos nie. Also man sieht deutlich, dass ich wahrscheinlich noch einiges rausschneiden werde. Hier ist meine Thumbnail. Das kann ganz bis zum Ende. Ich filme nur nicht dann, wenn ich gefilmt habe, meine Thumbnails und mache dann hinterher Screenshots daraus, dass ich die dann einfach am Ende des Videoschnitts nehmen kann. Deswegen ziehe ich das schon mal nach ganz hinten. Man sieht ja hier diverse Lücken. Ne? Also hier am Anfang ist eine ganz große Lücke. Da muss ich dann erstmal hier Nacken knacken und mein Mikro richtig einstellen und so. Und das kann ich dann schon mal alles rausschneiden. Zack. Ganz vorne war auch noch irgendwas. Einen Videotest, Audiotest. Ja, und dann gucke ich mir erstmal, wann fange ich überhaupt richtig an zu reden. Hier habe ich mich irgendwie öfter mal verhaspelt in meinem Intro. Bla bla bla. Da, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Irgendwie wollte ich immer was anderes sagen. Ich weiß nicht. Ich habe mich heute so ein bisschen schwer getan, ein richtiges Intro zu drehen. Deswegen sehe ich überall, wo ich das Intro verhauen habe und kann das dann erstmal weglöschen. Und dann gucke ich die Stelle, wo ich dann ein geeignetes Intro endlich mal gefilmt habe und nehme die dann raus und schneide das dann schon mal raus. Heute zeige ich dir, wie du so eine Handygrafik in deine YouTube-Videos einfügen kannst. Also ich orientiere mich da auch echt an diesen Tonspuren. Hier sehe ich zum Beispiel, habe ich so eine kleine Tonspur, da ist irgendwie nichts aus mir rausgekommen. Das kann ich dann auch komplett wegschneiden. Ich kann mich ja dann auch daran erinnern, wie oft habe ich mich verhaspelt oder wann habe ich denn richtig losgelegt zu drehen. Wenn ich das Video jetzt nicht erst 2 Wochen nach dem Film schneide, kann ich mich da meistens auch noch ganz gut daran erinnern, dass ich beim Intro etwas länger gebraucht habe. Deswegen scroll ich dann automatisch auch schon ein bisschen rein und gucke, ach ja, hier habe ich dann endlich mal losgelegt. So, und das kann ich theoretisch auch, ich muss es ja nicht rauslöschen, ich kann es mir auch ans Ende kopieren, weil ich dann ganz gerne auch mal ein paar Outtakes ans Ende einblende oder sowas, dass man das dann nochmal behält, dass man nicht alles von Anfang an löscht, sondern dass man sich so ein paar Sachen behält vielleicht für ein paar Outtakes oder so. Ja, und jetzt sieht man hier, da habe ich mich auch wieder öfter mal verhaspelt, also heute war ich weiß auch nicht, heute kann ich scheinbar nicht so gut reden, da habe ich jetzt einen großen Teil gelöscht, den kopiere ich mir jetzt auch mal ans Ende, weil vielleicht da ganz witzige Szenen mit dabei waren. Und so gehe ich im ganzen Video vor. Also als ich dann endlich mal am Reden war, dann ging es dann auch ganz gut, dann war ich dann im Flow und dann habe ich mich weniger oft verhaspelt, aber ich muss auch manchmal einfach erstmal reinkommen. Deswegen denk nicht irgendwas Negatives über dich selber, wenn du manchmal denkst, ach, ich verhaspel mich so oft oder sowas, das passiert mir auch, weil man sich irgendwie erstmal finden muss und Wörter finden muss und dann überlegt, ach, vielleicht war das gar nicht so gut, vielleicht sollte ich noch was anderes dazu erwähnen oder sowas. Das ist ganz natürlich, ganz normal. Passiert mir auch, aber das ist auch nicht schlimm, das kann man ja in dem Videoschnitt alles ganz gut rausschneiden. Ja, und das ist dann jetzt mein Grobschnitt. Den mache ich jetzt so lange, bis ich das einmal komplett durchgemacht habe. Also ich gehe jetzt einmal von Anfang bis Ende das ganze Video durch und mache einen Grobschnitt, dass ich wirklich nur die Passagen drin habe, die ich auch in dem Video drin haben möchte. Wenn ich zum Beispiel irgendwas doppelt gesagt habe oder mich verhaspelt habe oder zu lange Lücken da drin sind oder sowas, dann schneide ich das alles raus und dann am Ende kommt erst der Feinschliff. Deswegen mache ich das jetzt mal. Viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht erzählen, außer dass ich jetzt von Anfang bis Ende die 22 Minuten 28 Material einmal durchgehe und dann gucke, was möchte ich drin lassen und was nicht. Ja, das werde ich jetzt einmal tun. Ach ja, falls du dich mit Final Cut übrigens noch nicht auskennst, mit der Tastenkombination Command B schneidest du einen Clip. Also wenn du jetzt hier einfach so reinklickst und dann Command B klickst, dann schneidest du den Clip und dann kannst du den ganz normal löschen. Als ich das erste Mal runtergeladen habe, da wusste ich irgendwie nicht ganz genau, wie ich was schneiden sollte. Dann war ich total frustriert. Da dachte ich, blödes Programm, ich kann ja noch nicht mal einen Clip schneiden. Aber so schwer ist das eigentlich gar nicht. Also ich klicke in den Clip, drücke Command B, dann ist der geteilt. Dann klicke ich auf den Clip, den ich löschen möchte und drücke die Entfernen-Taste. Und dann ist der Clip gelöscht. Also jetzt habe ich diesen Grobschnitt einmal komplett fertig. Und was ich ja gesagt habe, ich habe die Clips vorher schon vorbereitet, dass ich diese Sachen, die ich nennen wollte, schon einmal vorbereitet habe, dass ich mir ein bisschen Zeit spare. Und das markiere ich jetzt einmal von vorne bis hinten. Kopiere das einmal vorsichtshalber, falls da irgendwas geändert wird, was ich nicht möchte, dass ich mir das hinterher nochmal wiederholen kann zur Not. Und kopiere das einmal komplett einmal über mein Video, dass ich das als
zweite Lage da drin habe, weil es ja dann vor dem Video angezeigt werden soll. Ne? Also ich blende mich später dann als kleines Kästchen unten ein, dass man sieht, dass ich das bin, dass man so ein bisschen so einen Bezug noch zu mir hat als Video-Creator, der gerade dieses Video zeigt. Aber das Hauptvideo ist ja eigentlich das, was ich zeige, was ich in meinem Videoschnittprogramm mache. Und das habe ich jetzt hier einmal schon mal drüber gezogen und jetzt muss ich den Ort rausfinden, wo ich anfange, den Screen Record auch aufzunehmen. Deswegen gucke ich jetzt noch mal in meinem Video, wo ich sage, ich nehme jetzt den Screen Record auf und positioniere ich das eben so, dass es irgendwie passt. Ne? Dass ich gucke, dass ich es synchronisiere, weil ich es ja an verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen hatte. Die Grafik erstellen kann und die auch in oder auch eben bei meine Grafik brauchen. Genau, jetzt habe ich das hier auf die richtige Position gepackt und dann gehe ich nochmal das Video durch und schaue, ob die Grafik da drüber auch zu dem Sound vom Video passt. Ne? Zuerst muss ich aber noch einmal hier, man sieht ja jetzt, da habe ich immer noch Ränder, also hier im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen das Video von mir. Das soll nicht so sein, deswegen skaliere ich mir das erstmal so, dass man es möglichst genau erkennt. Deswegen mache ich so groß wie nötig. Mit diesem Element hier kann ich da mal draufklicken, da kann ich aussuchen, ob ich es beschneiden, verzerren oder transformieren will. Ich will es jetzt transformieren und schiebe es mir dann so zurecht, dass man das Wichtigste alles sehen kann und dass ich keinen Rand in meinem Video übrig habe. So. Und wenn ich jetzt auf Command Copy gehe, also diesen Clip kopiere, weil ich habe ja jetzt hier diesen Clip größenmäßig angepasst, ne, dass da kein Rand mehr überschüssig ist. Aber wenn ich jetzt auf den nächsten gehe, da ist der Rand wieder sichtbar. Und eine Funktion, die ich so feiere, die mir das Leben so viel einfacher macht, wenn egal welche Effekte ich auf einen bestimmten Clip gesetzt habe, sei es eine Transformation, sei es irgendwelche Farben, die ich geändert habe oder sowas ähnliches, ganz egal, oder irgendwelche Soundeffekte oder sowas, ich kann jetzt alle anderen Clips, die ich genauso transformieren will wie den ersten Clip, markieren. Dann auf Shift, Command und V gehen, also quasi einfügen. Aber wichtig ist, dass das Shift dabei gedrückt ist. Und dann sehe ich hier alle Video-Attribute oder Audio-Attribute, also alle Effekte, die ich vorher eingefügt hatte. Jetzt ist nur Skalieren und Position, die ich geändert habe. Da sehe ich dann, ah, die sind angeklickt, möchte ich die übernehmen oder nicht. Und dann gehe ich auf Einsetzen und zack, wird die Transformation, die ich bei dem ersten Clip nur gemacht hatte, auf alle anderen Clips übernommen. Wenn ich Shift, Command und V drücke, wenn ich vorher das einfach nur kopiert habe mit Command C. Das ist echt so ein Gamechanger gewesen, weil ich sonst immer versucht habe, genauso zu positionieren und immer mit zusammengesetzter Clip gearbeitet habe und so. Also es war echt ein Hickhack. Und diese Funktion hat mir echt so vieles vereinfacht. Deswegen wollte ich das einmal ganz kurz zeigen. So, weiter geht's jetzt hier mit meiner Videospur. Jetzt gucke ich eben, dass es so passt. Da kann es sein, dass ich ein bisschen was rauskürze oder Sachen mal anhalte und ein bisschen länger mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf einen Clip gehe und dann gehe ich hier auf dieses Zeitsymbol, da kann ich zum Beispiel auch schnell, langsam, da kann ich die Zeit des Clips anpassen. Wenn ich jetzt hier auf schnell drücke und sage 4, dann ist dieser Clip hier auf 400% schneller gemacht. Das heißt, er wird schneller abgespult. Wenn ich jetzt sage auf langsam und 50% oder sowas, dann ist er doppelt so lang wie vorher. Quasi wird es als Zeitlupe angepasst. Ich kann aber auch wieder sagen, er soll normal mit 100% abgespult werden oder ich kann sagen, er soll den Clip umkehren, dass es quasi von hinten nach vorne abgespielt wird, also einmal komplett spiegelverkehrt. Und ich kann sagen, halten, dann wird genau da, ich kann jetzt hier mal ein bisschen reinzoomen, da, wo ich gerade den Cursor hatte, werden ein paar Sekunden gehalten, dieser Clip. Also quasi kann ich, wenn ich gerade irgendwas erklären will und das Bild passt dann aber nicht mehr, das würde dann zu schnell weitergehen, kann ich halten, stoppen, bis ich fertig erklärt habe und dann irgendwie einen Pfeil einblenden oder sowas, dass angezeigt wird, worüber ich gerade rede. Und das kann ich dann auch so lange ziehen, wie ich das gerade möchte. Also ich kann, wenn ich jetzt hier 10 Minuten lang rede, könnte ich das 10 Minuten lang ziehen. Das ist aber meistens nicht der Fall. Ne? Ich wollte es nur einmal ganz kurz zeigen. Ich könnte jetzt auch wieder Command Z drücken, so lange, bis das weg ist, dass ich wieder den normalen Clip habe, so wie er von Anfang an auch gewesen ist. Und damit fahre ich jetzt fort. Also wenn ich irgendwas mal schneller oder langsamer machen muss oder wenn ich irgendwann mal stoppen muss, weil sonst die Aufnahme vorher zu schnell vorbei wäre, dann kann ich das so ein bisschen anpassen, dass es zeitlich immer noch zu dem passt, was ich
geredet habe. Ja, und das mache ich jetzt. Gerne selber animieren. So, mein Step 2 ist jetzt auch vollbracht. Also Step 1, ich habe den Grobschnitt von meinem Video gemacht, alle Versprecher und alle Lücken rausgeschnitten und nur das Rohmaterial zusammengeschnitten, was ich denn dann verwenden wollte für das Video. Und in Step 2 habe ich dann die Überlagerung gemacht und die Schnelligkeit der einzelnen Clips so angepasst, dass es auch zusammenpasst. Also dass passend das angezeigt wird, worüber ich dann auch rede. Und das hatte ich vorher schon gefilmt und das habe ich jetzt komplett gemacht. Jetzt habe ich hier mir ans Ende einfach diverse Clips reinkopiert, die ich eventuell nochmal verwenden wollte. Sei es ein Backup von meinen Clips, die ich jetzt drüber geschoben habe, als B-Roll sozusagen, oder meine Thumbnails oder sowas ähnliches oder irgendwelche Outtakes oder sowas. Das kopiere ich mir jetzt erstmal raus mit Command-C und lösche das raus und habe mir jetzt hier ein neues Projekt reingefügt, wo ich das einfach einfüge, dass ich es da habe, wann ich es brauche, aber es stört mir jetzt nicht in meinem Clip, dass ich sehen kann, wie lang ist der Clip und das ist jetzt genau das Roh, was ich für mein Video verwenden möchte. Und wir sind jetzt insgesamt bei ungefähr 11 Minuten und ich denke, das ist eine ganz gute Zeit. Je nachdem, wenn ich dann in den Feinschliff gehe, dann ändere ich da ab und zu auch noch mal ein bisschen was und schneide noch ein bisschen was raus oder sowas. Aber jetzt gehen wir daran, dass ich mein Intro und mein Outro einfüge und das kopiere ich mir ganz simpel einfach aus meinem letzten Video. Und da ist ja noch alles drin. Das ist ja schon ein fertiges Projekt. Das zeige ich mir jetzt hier mal ein bisschen größer an und da sieht man, habe ich jetzt immer diesen Abonnieren-Button drin, da habe ich den Text drin und die Schrift und die Größe, so wie ich das immer brauche. Deswegen kopiere ich mir jetzt einfach mal einen Teil von diesem Projekt raus, Command-C für Copy, und kopiere mir das hier an den Anfang. Ja, das wird dann in mehreren Clips verwendet, da kommt so eine kleine Warnmeldung und kopiere mir das da rein. Dann gehe ich nochmal zurück in das Projekt und nehme mir auch das Ende raus und hier diese Soundeffekte. Also ich gucke dann echt, was brauche ich? Vielleicht hier diesen Daumen oder sowas ähnliches. Da kopiere ich mir dann aus dem Projekt so ein paar Sachen. Die Musik und meinen Abspann. Das ist ja alles da drin. Das muss ich mir dann nicht nochmal erstellen oder nochmal da reinziehen oder nochmal die Größe ändern oder sowas, sondern ich kopiere es mir einfach raus, ganz faul. Gehe wieder in meine Mediathek, in mein neues Video und kopiere mir das dann an das Ende, da wo ich das auch brauche. Und jetzt habe ich einfach mal den Anfang und das Ende hinzugefügt von meinem letzten Video oder einer meiner letzten Videos. Und dann scroll ich da rein. Und dann münze ich das natürlich jetzt auf mein neues Video. Also ich nehme jetzt hier einmal die Sound-Elemente oder die Text-Elemente. Kopiere mir die einmal rüber, den Übergang hier auch. Dieses Schieben, was ich immer mache. Zack, nächster Clip und dann mache ich jetzt noch mein Intro. Willkommen auf diesem Kanal, bla bla bla. Und da habe ich ja immer so einen Soundeffekt dabei. Das habe ich jetzt einfach mal da reinkopiert und das dauert wenige Sekunden, das einfach aus dem letzten Video reinkopieren, aufs Neue zu verwenden und fertig ist die Kiste. Dann habe ich den Soundeffekt, den muss ich jetzt nicht nochmal raussuchen. Und ich habe den Übergangeffekt von diesem Schieben. Also das ist jetzt alles schon drin. Was ich hier immer mache bei meinem Intro, ich kopiere mir immer meinen Kanalbanner raus, damit meine aktuelle Abonnentenzahl angezeigt wird. Das ist sogar schon mal jemandem aufgefallen und ich finde es ganz witzig so als Gimmick und dass man nochmal nachvollziehen kann, wenn man zum Beispiel ein älteres Video sieht, ach guck mal, da stand 200 und mittlerweile sind schon 860 oder sowas, ne? Deswegen kopiere ich mir das immer bei jedem Video neu raus. Das ist das, was ich immer wieder neu mache. Da gehe ich dann auf YouTube, dann komme ich auf meinen Kanal. Da steht dann nämlich auch drauf, einschalten montags um 10, da steht meine aktuelle Abonnentenzahl. Zack, mach da einfach einen Screenshot von und dann öffne ich das Programm Photoscape, weil ich natürlich hier dieses Kanal anpassen und Videos verwalten Schild da nicht mit drin haben möchte. Deswegen gehe ich auf den Pinsel, auf Malen und nehme mir dann hier die Farbe raus. Da gehe ich einmal auf diese Pipette und nehme dann die gleiche Farbe und dann male ich das einfach über. So einfach ist das gemacht. Dann gehe ich auf Anwenden, Speichern, überspeichere das und dann habe ich ein cleanes Kanalbanner mit meinem aktuellen Abonnentenstand, den ich dann in mein neues Video einfügen kann. Und das mache ich jetzt auch direkt. Ich ziehe jetzt hier mein Bild rein, dass dann das Abonnieren-Zeichen da eingeblendet werden kann, wo vorher Kanal verwalten stand. Ne? Dass ich das so ein bisschen modifiziere, dass es mir da reinpasst. So, dann ändere ich jetzt nochmal die Größe. Lösche dann den Rest hier wieder raus und dann gucke ich mal, ob es passt. Wenn du also auch das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ja, perfekt.
Und dann lasse ich das so und dann fahre ich genauso auch beim Outro fort. Ne? Und füge jetzt nach und nach alle Elemente ein, die ich in meinem Video drin haben möchte. Diverse Soundeffekte, die meine Abonnieren-Grafik untermalen. Also ich habe hier mein aktuelles Kanalbanner, was angezeigt wird mit meiner aktuellen Abonnentenzahl. Dann habe ich diese Animation Abonnieren eingefügt, die ich aus meinem letzten Video rauskopiert habe. Das ist hier so ein Greenscreen, wie man sieht. Und dann habe ich hier die Soundeffekte eingefügt. Einmal die Glocke. Und dieses Plop oder dieses Klicken von der Maus, genau. Und dann habe ich noch dieses Plop, was eingespielt wird, wenn ich dann die Handygrafik anzeige, weil darum geht es ja in diesem Video. Sonst mache ich das auch ganz gerne, wenn ich über ein Thema rede und einleite, heute geht es da und darum. Dann kommt dieses Plop und ein Text oder sowas und heute kommt dann eben die Handygrafik, die eingeblendet wird. Genau, und dann habe ich auch noch schon die Übergänge, die ich aus meinem letzten Video gezogen habe. Bevor wir los. Klack, da kommt dann diese Golf-Hit. Das ist der Soundeffekt dafür. Bevor wir loslegen, erst... Ja, alles klar. Das passt auf jeden Fall. Also mein Intro ist fertig. Gucken wir doch jetzt mal bei dem Outro, wie es da aussieht. Und da kann ich jetzt eigentlich die Grafik aus dem Intro nehmen. Also ich scrolle hier nochmal zurück und nehme die Grafik einfach aus dem Intro, weil da habe ich ja das schon aktualisiert auf den aktuellen Stand mit meinem Kanalbanner. Lösche das hier also einmal raus. Und ersetze das durch die neue Grafik, die ich am Anfang erstellt habe. Das ist echt so ein bisschen Hin- und Her-Springerei, ne? Weil ich dann hier gucke, da gucke. Also ich scrolle relativ schnell oft hin und her und größer und kleiner und größer und kleiner. Wird einem jetzt vielleicht beim Zuschauen ein bisschen schwindelig, aber so ist es halt, wie ich das gerade mache. Ne? Ich arbeite auch echt die ganze Zeit mit dem Trackpad und mache das größer, kleiner, größer, kleiner. Ich habe jetzt hier übrigens auch großes Glas Wasser. Wenn ich so viel rede, kriege ich immer einen trockenen Hals. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie übersichtlich, aber so sieht man mal, wie ich das eben mache. Ich kopiere das aus dem Anfang und aus dem Ende raus, dass man das möglichst einfach, effektiv und zeitsparend gestaltet. Also Intro und Outro ist jetzt fertig und safe und jetzt geht es in den Feinschliff. Also ich gucke mir von Anfang bis Ende das Video jetzt nochmal an und komplett durch und gucke, ob die Schnitte passen, ob das passt, was ich da rede, ob das alles Sinn macht, ob ich mich irgendwo wiederhole, ob ich irgendwelche Sachen doppelt sage oder sowas und gucke dann, dass ich das nochmal so fein justiere. Ich habe das jetzt echt nur so grob rausgeschnitten, die ganzen Lücken, und jetzt mache ich das nochmal fein, dass ich dann wirklich manchmal auch Millimeterarbeit leiste, dass, wenn ich mich einmal versprochen habe und zwei Clips zusammenfügen muss, dass man möglichst wenig merkt, dass ich geschnitten habe. Klar sieht man es manchmal an dem Bild, aber dass man es möglichst weich hört. Auch wenn ein Schnitt im Bild ist, möchte ich nicht, dass viele Schnitte im Ton sind. Deswegen gucke ich mir das jetzt von Anfang bis Ende nochmal an und justiere diese Clips nach und nach. Ich benutze Final Cut Pro. Genau, Final Cut Pro 10. Da suche ich mir dann ganz gerne bei Google das Logo raus. Final Cut Pro X Logo, dass ich das einblenden kann. Dass das einfach schön aussieht, wenn ich darüber rede. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Weil ich ganz gerne so Elemente einfüge und sowas. Guck mal hier, das ist sogar schon eine Vektorgrafik. Die ziehe ich mir dann auch mal wieder auf den Desktop. Plopp, einfach mal da unten rein. Zack, dann habe ich jetzt hier das Final Cut Logo da drin. Dann kann ich noch einen Text dazu einfügen. Dann nehme ich den Text wieder aus meinem letzten Video. Da gucke ich dann wieder in der Mediathek von meinem letzten Video. Schaue, ob ich da nicht einen Text eingeblendet habe, was meistens der Fall ist. Hier sind sogar ganz viele. Den kopiere ich mir jetzt raus, gehe wieder in mein neues Projekt und kopiere mir das dann dazu. Ich benutze. Und da, wo ich gerade anfange, Final Cut zu sagen, da blende ich das dann ein. Und den Text auch noch dazu. Und dann suche ich mir jetzt hier diesen Soundeffekt wieder raus. Essen ist fertig. Mein Freund hat gekocht. Aber ich füge jetzt eben noch vielleicht vorher kurz, komm sofort, diesen Soundeffekt ein. Ja, und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel ein weiteres Element eingefügt. Soweit, so gut. Ich gehe jetzt erstmal essen und dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Schritt. Also ich sage einfach mal, bis gleich. So, fertig mit Essen, weiter geht's. Ich habe jetzt hier meine Final Cut Pro X Grafik mit Text eingefügt und jetzt habe ich noch eine weitere Stelle, wo ich auf ein
anderes Video von mir verweise. Ich suche dann dieses Video bei YouTube, mache einen Screenshot davon, dass die Leute sehen, wie das Thumbnail aussieht und wie das Video heißt. Dass, wenn sich jemand dafür interessiert, dann kann er das entweder suchen oder dann auf das i in der Infokarte, also auf die Videoempfehlung klicken und sich das Video dann direkt oder nach dem jeweiligen Video, was er gerade schaut, anschauen. Aber da füge ich dann diesen Screenshot ein, dass man eben sieht, um welches Video handelt es sich. Jo, das passe ich dann größenmäßig auch nochmal an und das mache ich dann auch genauso wie mit allen anderen Grafiken. Ich achte dann nur darauf, dass, wenn ich mir hinterher das Video nochmal angucke beim Hochladen, dass ich dann auch wirklich dieses Video empfehle, einmal in der Infokarte und dann auch daran denke, dass ich es dann in der Videobeschreibung verlinke, dass, wenn sich jemand dafür interessiert, dass ich es meinen Zuschauern möglichst einfach mache, dass jemand, der das schauen möchte, sich das nicht selber noch raussuchen muss, sondern dass ich möglichst viele Möglichkeiten liefere, um einfach mit einem Klick dieses Video dann auch anzuschauen. Und so mache ich das dann nach und nach. Ich gucke, an welchen Stellen es Sinn macht, irgendwas einzublenden oder sowas, dass man das Video möglichst anschaulich gestaltet, und gehe dann von Anfang bis Ende einmal durch, und wenn ich dann am Ende angekommen bin, dann schaue ich mir das Video nochmal an. Aber jetzt werde ich jetzt erstmal das Video einmal durchschauen und gucken, wo ich welche Elemente einblenden möchte. So, und wenn ich dann den kompletten Feinschliff durch habe und alle Grafiken eingefügt habe und geguckt habe, ob der Text immer passt und ob alles Sinn ergibt und dass ich nicht irgendwas doppelt drin habe oder sowas oder was vergessen habe rauszuschneiden oder zu viel rausgeschnitten habe oder sowas, kann alles passieren, dann gehe ich, weil ich ja jetzt hier so Einblendung habe, nochmal alles durch. Und immer wenn ich jetzt hier so eine B-Roll habe, also so eine zweite Ebene in meinem Video, dann gehe ich einmal an den Anfang von dem oberen Clip. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel irgendwo reinklickt in den Clip und dann einfach den Pfeil nach oben klickt, dann springt er direkt zum Anfang des Clips. Das kann man auch machen, wenn ich jetzt hier am Ende reinklicke, dass ich dann mit dem Pfeil nach unten direkt ans Ende des Clips springe, dass man so genau weiß, das ist wirklich das Ende. Weil nicht, dass man zum Beispiel eine Millisekunde oder so davor oder dahinter ist, dann sieht das manchmal unschön aus. Deswegen gucke ich da, dass ich wirklich dann am Ende bin von dem jeweiligen Clip und am Anfang bin von dem jeweiligen Clip, den ich über meine Hauptspur, also das Filmen von mir selbst, gelegt habe, und gehe dann einmal nochmal auf Command B und schneide mir dann hier einen Bereich unter dieser B-Roll aus, kopiere diesen Bereich und füge den direkt dahinter nochmal ein. Das ist jetzt hier der Bereich, da habe ich zweimal hintereinander einmal komplett 1:1 die gleichen Clips. Das ziehe ich jetzt nochmal darüber, also dass ich sozusagen drei ganze Lagen habe. Ich habe hier einmal meinen Hauptclip. Dann habe ich diese B-Roll, in der ich zeige, was ich da gerade tue an meinem Bildschirm, dass ihr mir auch folgen könnt, was ich da gerade rede, was ich da gerade zeige. So, und dann gucke ich, dass ich das möglichst an den Anfang platziere, dass das wirklich 1:1. Ich feiere die Website CleanPNG. Ja, vom Ton her passt das. Den lösche ich jetzt aber sowieso raus, den Ton. Ich mache das dann leise, Lautstärke gleich minus unendlich. Also, dass es wirklich nur ganz, ganz leise ist. Dass ich mich selber zeigen kann, während ich etwas zeige. Wenn ich das jetzt hier klein mache, sieht man trotzdem hier unten die Tonspur, also die Hauptspur, die bleibt unverändert. Ich kann aber mich hier oben irgendwo positionieren, dass ich trotzdem gesehen werde, während ich etwas auf meinem Bildschirm zeige. Dass es nicht so ist, so, oh, jetzt ist sie weg, jetzt sieht man nur den Bildschirm, sondern dass man trotzdem sieht, wie ich weiterhin rede. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil so hat man immer noch so ein bisschen Bezug zu der Person, die dieses Video führt, und ich denke, das ist dann ein bisschen weniger langweilig und man kann immer noch sehen, dass da jemand ist, der das erklärt und wie der aussieht. Und ja, das finde ich persönlich ganz schön, deswegen gebe ich mir die Mühe. Das ist nämlich schon immer relativ viel Aufwand, jetzt in jeder B-Roll dann auch immer meinen Clip da auch einzufügen, aber ich denke, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Und jetzt sieht man, wenn ich das nochmal abspule, Webseiten, ich feiere die Website CleanPNG, da gibt es, das ist zwar umspringt auf die Desktop-Ansicht, aber ich werde immer noch angezeigt. Also das kann man auch in rund oder viereckig oder wie auch immer. Ich lasse es einfach eckig, weil das finde ich eigentlich ganz gut. Genau, jetzt sieht man aber hier, dass da plötzlich die Formatierung wieder umspringt. Deswegen kopiere ich mir wieder die Formatierung aus dem einen Clip raus und mache das gleiche, diesen gleichen Trick, den ich vorhin schon gezeigt habe, dass ich dann Shift, Command, V drücke und dann die ganzen Transformation und Attribute da rein kopiere sozusagen, und dann übernimmt er das dann automatisch. Also dann habe ich überall die gleiche Formatierung. Da muss ich nur aufpassen, ich bin ja jetzt mitten im Bild, also wenn ich irgendwas zeige, was unter mir ist da sozusagen, unter dem Viereck, wo ich gerade angezeigt werde, dann muss ich das dann wieder ausblenden kurz, dass man die Maus sieht und mich dann vielleicht dann erst wieder einblenden oder sowas. Aber das mache ich dann gleich nochmal bei einem
zweiten Satz Feinjustierung, dass ich dann wirklich gucke, passt das alles, dass ich nichts verdecke oder füge ich mich dann mal woanders ein, dass ich mal oben in der Ecke auftauche oder sowas, dass ich zu sehen bin, aber dass ich jetzt nicht irgendwie störe oder so, dass ich vor einem wichtigen Element bin, was ich eigentlich zeigen wollte. Ja, und da gehe ich jetzt auch wieder Schritt für Schritt durch und mache das für jedes Element, wo ich eine B-Roll eingefügt habe. Man merkt, man sieht jetzt hier, es ja, wächst so langsam, ne, dieses Videoprojekt. Ich kann das ja hier mal ein bisschen kleiner machen. Also ich habe hier jetzt schon mehrere Lagen mit Soundeffekten etc. und irgendwelchen Elementen und Grafiken und Texten und sowas. Und das wird auch noch ein bisschen größer werden am Ende. Also solche Projekte sehen immer ganz witzig aus. Manchmal wachsen die bis zu 20 hoch oder sowas, je nachdem, wie viele Elemente ich auf einmal einfüge. Das ist immer ganz spannend zu sehen, dass am Anfang nur eine Spur ist und am Ende ist da echt ein wildes Kraut und Rüben von irgendwelchen Elementen, Grafiken und Sachen, die man da so in sein Videoprojekt reinkopiert. Ja, und das ist sozusagen der nächste Schritt. Den werde ich jetzt erstmal zu Ende bringen. Was ich dann auch mache, während ich die ganzen Grafiken und Texte einfüge, ist, dass ich Pfeile einfüge, um auf bestimmte Dinge zu verweisen, über die ich gerade spreche. Weil wenn ich etwas in einem komplexen Programm wie Final Cut Pro zeige, dann sind da so viele Schaltflächen und Regler etc. Da geht die Maus, die Computermaus manchmal unter. Deswegen kopiere ich mir einfach einen Text raus hier mit Buchstaben und da lösche ich die Buchstaben und füge einen Pfeil rein. Da gehe ich einfach hier auf die Emoji-Taste von meinem Laptop oder du kannst ja auch bei Google einen Pfeil rauskopieren oder sowas. Da gibt es so viele Zeichen und dann nehme ich hier einfach so einen Pfeil. Die werden da vorgeschlagen. Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Du kannst auch eine Grafik runterladen oder sowas bei CleanPNG, bei dieser Website, die ich vorgeschlagen hatte. Da gibt es diverse Sachen. Also, dass man irgendwie was hat, um etwas zu zeigen, um irgendwas Buntes einploppen zu lassen, weil das dann ein bisschen offensichtlicher ist. Ich möchte auch, dass die Leute, die dieses Video schauen, mir folgen können. Und dann habe ich hier diese Pfeilgrafik und die kann ich dann einblenden lassen, auf die Sache blenden lassen, über die ich rede. Unser Video, ich habe die jetzt einfach mal so... Yay, ich bin fertig. Also, zumindest mit allen Schneidesachen, die ich machen wollte. Jetzt ist es nur eine Sache, dass ich mich dann die, wie lange dauert es, 11 Minuten 16 hinsetze und mir das Video noch einmal durchgucke, dass ich wirklich gucken kann, ist es irgendwie langweilig, wenn ich schon denke, ich muss irgendwie zum Handy greifen und mich ablenken oder sowas, dann denke ich, okay, dann ist es für andere Leute auch nicht interessant, deswegen gucke ich mir das jetzt ganz entspannt mal an und ob mir noch irgendwas auffällt oder sowas. Und falls mir irgendwas auffällt, dann drücke ich auf Pause und ändere das schnell und dann bin ich eigentlich auch fertig und kann das Video exportieren. Also werde ich mir das jetzt in aller Ruhe einmal anschauen und gucken, ob noch irgendwas zu machen ist. Und ich nehme immer noch meinen Desktop auf. Meine Güte, das wird viel zu schneiden, dieses Video. Aber egal. So, ich habe mir das jetzt angeguckt von Anfang bis Ende und ich muss noch Screenshots von meinen Thumbnails machen. Ich habe mir nämlich hier so eine Aufnahme gemacht, das sieht immer ganz witzig aus, wie ich dann verschiedene Spürküsse mache und verschiedene Gesichter zeige und daraus dann meinen Screenshot aufnehme. Das mache ich jetzt auch noch, dass ich mir hier einmal Vollbit das dran mache. Und dann gucke, wann ich einen Screenshot mache, den ich dann eventuell als Thumbnail nehmen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das mache ich entweder immer vor dem Dreh, meistens aber nach dem Dreh, dass ich wirklich dran denke, dass ich auch gute Thumbnails habe. Oder Thumbnails habe, die auf jeden Fall irgendwie dazu passen, zu dem Outfit, was ich gerade anhabe, zu den Haaren, die ich gerade anhabe, dass es nicht so aussieht, als hätte ich es vergessen. Da achte ich schon drauf, dass es möglichst einheitlich ist und dass ich da immer dran denke, dass ich das mache. Und es sieht auch immer ganz witzig aus, aber das ist so für mich die einfachste Art und Weise, diese Thumbnails zu machen, dass ich mir einfach Screenshots davon mache, wie ich verschiedene Gesichter ziehe. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du deine Thumbnails machst. Das würde mich auch sehr interessieren. Das ist immer ein bisschen witzig, wenn man sich das anguckt, aber gut, so ist das halt. So mache ich das und wieso sollte ich das verschweigen, ne? Also ich habe mein Projekt fertig, es ist alles fertig geladen. Hier oben ist ein Haken, hier dieses kleine Feld. Sonst, wenn er noch am Arbeiten ist, warte ich immer darauf, dass der dann fertig ist. Und dann drücke ich jetzt auf Ablage, auf Teilen und dann Apple-Geräte 1080p. Also ich sehe es jetzt nicht für nötig, meine Videos in 4K zu exportieren, weil ich glaube ich auch nicht in 4K aufnehme. Meine Kamera kann das meines Wissens gar nicht. Und dann kann ich das in 1080p, also HD, exportieren und das reicht vollkommen aus, meiner Meinung nach. So, dann gehe ich hier einmal auf Einstellungen, gucke, dass Video und Audio ausgewählt ist, weil manchmal, wenn ich meinen Podcast exportiere, dann klicke ich hier nur auf Audio, das ist dann eine kleinere Datei, das wird dann als MP3 exportiert. Und bei einem Video gehe ich nochmal sicher, dass Video und Audio ausgewählt ist. Und dann wähle ich hier H,
2, 6, 4 aus. Ich bin nicht so voll im Thema, was diese ganzen Apple ProRes 422, HQ, XQ, was auch immer alles heißen. Aber es hat sich herausgestellt, ich habe sonst immer in Apple ProRes 422 exportiert und das waren riesen Dateien. Das hat ewig gedauert, bis es fertig hochgeladen war. Deswegen bin ich irgendwann auf H264 umgestiegen und das sind viel kleinere Dateien von der Größe her, aber die Qualität ist genauso gut. Also ich habe da echt keinen Unterschied gemerkt und das sind nur 1,64 GB und wenn ich jetzt Apple ProRes exportieren würde, dann wäre das 10,9 GB. Deswegen mache ich hier H264, gehe dann auf Weiter. Alle anderen Einstellungen sind eigentlich in Ordnung so. Dann benenne ich mein Video. Handy, Grafik einfügen, exportiere das wieder auf meinen Schreibtisch, also auf meinen Desktop, der mittlerweile auch schon ziemlich voll ist und dann lade ich das Video auch schon hoch. Und das war's dann auch mit diesem Video hier. Es ist jetzt dunkel. Zum Thema, wie ich dieses Video dann jetzt hochladen werde, habe ich auch schon mal ein Video gedreht. Also falls du wissen möchtest, wie du deine Videos suchmaschinenoptimierungstechnisch so optimierst, dass sie möglichst in der Suche auch gefunden werden und mehreren Zuschauern auch vorgeschlagen werden, dann schau dieses Video dazu sehr gerne an. Da gehe ich komplett ins Detail und wie ich meine Thumbnails mache, habe ich auch schon mal gezeigt. Da schau dir dieses Video sehr gerne dazu an und ansonsten freue ich mich sehr, sehr gerne auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10 und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du das auch nicht verpasst. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und ich sage einfach mal bis dann. Mach's gut. Tschüss.